Es ist ein sonniger Nachmittag. Die Schule ist vorbei und Moni Melodie verabschiedet sich vor der Schule von ihren Freunden. Tschüss, bis morgen. Tschüss. Sie freut sich auf einen schönen Nachmittag am See. Nach 10 Minuten erreicht Moni Melodie den Spielplatz am See und möchte sich den Kretschauer See von oben betrachten. Während Moni Melodie klettert, reitet Virginia Werde mit ihrem Pferd über die Felder. Virginia ist 10 Jahre alt und Reiten ist ihr größtes Hobby. Ihr Schulfreund Roberto Netto ist 9 Jahre alt und kommt aus Burkina Faso. Er sitzt in der Bushaltestelle und wartet auf den Bus, der ihn zum Fußballtraining bringen soll. Inigo Intercri läuft gerade die Straße entlang. Er hat sich ein Eis gekauft. Inigo ist 8 Jahre alt und versteht mehrere Sprachen. Denn sein Papa spricht mit ihm Deutsch und seine Mama Polnisch. Inigo trifft sich mit seinen Freunden gern zum Bowling. Moni Melodie klettert ganz hoch auf den Ast. Sie möchte unbedingt den See von weit oben sehen. Auf einmal passiert es. Sie verfängt sich mit ihrem Rucksack und hängt in der Luft. Als sie bemerkt, was passiert ist, ruft sie laut nach Hilfe. Hilfe, Hilfe! Währenddessen läuft ein alter Mann vorbei. Hilfe, Hilfe! Er bleibt kurz stehen, hört aber nichts und geht weiter. Hilfe, Hilfe, hört mich denn keiner? Etwas später kommt eine Mutter mit ihrem Kind vorbei. Sie telefoniert hektisch und ist sehr in Eile. Sie hört auch nicht Moni Melodie. Hilfe, Hilfe! Moni Melodie schreit weiter um Hilfe. Während Roberto Netto auf den Bus wartet, hört er etwas. Hilfe, Hilfe! Ganz in der Nähe vom Spielplatz ist Borgi Blau. Sie malt am See. Borgi ist 6 Jahre alt und stammt aus Kretschau. Hilfe, Hilfe! Weil Virginia etwas hört, hält sie ihr Pferd an. Hilfe, Hilfe! Da ist doch irgendwas passiert. Ich höre Hilfe, ein Schreien. Hilfe, hört mich denn keiner? Inigo läuft die Straße entlang und bleibt stehen, weil er etwas hört. Hilfe, Hilfe! Da schreit doch jemand um Hilfe. Vielleicht kann ich helfen, ich muss mich beeilen. Und wie ich auf Polnisch sage, Buć morze morge pomoc. Nach wenigen Minuten kommen Borgi, Inigo, Virginia und Roberto am Spielplatz an. Dort finden sie Moni, die laut um Hilfe schreit. Hilfe, Hilfe, ich komme nicht mehr runter, könnt ihr mir helfen? Was können wir machen? Wir müssen den Rucksack vom Ast lösen. Aber dann fällt sie hinunter. Dann müssen wir sie auffangen, aber mit was? Ich habe auf meinem Pferd eine Decke. Diese Decke könnten wir als Sprungtuch verwenden. Das ist eine gute Idee. Ich klettere hoch, um den Ranzen aus dem Ast zu lösen. Moni Melodie löste sich vom Ast und fiel in das Sprungtuch hinein.